Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Hallo, hallo, ihr Lieben. Guten Tag, das sind wir wieder. Ich habe einen ganz besonders leckeren Tee. Ich hatte ja Tee geschenkt bekommen. Einmal war das Earl Grey. Und einmal Jasmin. Gestern hatte ich den Earl Grey probiert. Der war wirklich sehr, sehr lecker. Den werde ich mir wiederholen. Und das war ein Jasmin-Tee von einer anderen Firma, die ich schon lange kenne. Aber man verliert ja auch manchmal Sachen aus dem Auge. Da werde ich mir den auch wiederholen. Der ist super lecker. Aber erstmal habe ich ja reichlich. Ja, ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe gedacht, wir machen jetzt... Ich habe noch so ein paar alte Bilder hier. Ich muss mal eben die Brille absetzen. Einen Moment. So, die Uhr stelle ich mal auf 5 Minuten, weil ich gleich wieder raus muss. Die Tara ist noch vor der Tür. Das dumme Luda konnte gar nicht hören gerade. So, warte mal. Ich habe das hier. Ach, komm her. So, da habe ich Fotos so reingeklebt in das Gesteppte. Und das hatte ich hier eigentlich auch vor. Und da wollen wir mal schauen, ob wir dann... Hier haben wir doch auch kleinere Bilder. Das ist ja wunderbar. Tisch ist ja wunderbar. Ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, vollkommen Piepenhagen, was wir da nehmen. Wir können einfach auch solche nehmen. Warte mal. Wir brauchen... Ach so, die sind doch... Oh, einer ist quer, einer ist hoch. Okay, dann nehmen wir die beiden mal raus. Und gucken mal gerade, das ist quer... Quer, quer, quer. Und dann brauchen wir gleich noch jeweils ein größeres. Okay, mal gucken. Ich habe diese Bilder ja mehrfach. Das sind die von La Blanche. Ja, ich habe mir gerade La Blanche angeguckt. Ich hatte es ewig und ewig nicht mehr geschafft. Immer habe ich es vergessen oder es passte gar nicht so. Ne? Manchmal ist das ja so. Habe ich 2, 4, 5. Jetzt habe ich 5. Ist ja wieder immer der gleiche Mist. 5. Ja, dann schneiden wir das noch aus. 6 haben wir dann. So, den einen noch. Ja, die Sache nach wie vor wunderschön. Ich habe nichts bestellt. Nein, habe ich nicht gemacht. Ehrlich gesagt, ich habe kein Geld mehr dafür, für solche Sachen. Ich bräuchte jetzt Hochkantbilder. Das wird kompliziert. Ich habe Beschnitt. Habe 2 Hochkant und ein anderes. Ja, okay. Dann wollen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich wollte ganz gern mit den Fotos, die ich jetzt hier gerade vor den Finger habe, arbeiten. Mal gucken, irgendwie kriegen wir das schon hin, denke ich mal. Ja, diese ganzen Deko-Sachen, ich mag das alles sehr gerne. Die Papiere, ich mache eigentlich alles sehr gerne. Aber ich muss ehrlich zugeben, es ist einfach zu viel von allem. Oh, jetzt ist schon wieder eine Maschine am Piepsen hier. Irgendwas piepst hier immer, gell? So, wir haben einmal, so könnten wir die so machen. So, gucken wir mal, was zusammen. Warte mal, das passt besser zusammen. Dieses beides. Und haben wir dann noch irgendwas mit... Da ist noch einer auf Skiern. Guck mal, das passt doch wunderbar. Und dann habe ich einmal eins mit zum Schiff. Und da würde... Was haben wir hier? Was ist das? Aha, auf so einem Berg. Das mit dem Berg würde dazu passen. Ne, warte mal, wir brauchen mit den Fotos nicht rumasen. Das tut ja gar nicht nötig. Petra, nimm dich mal ein bisschen zusammen, gell? Die kannst du hinter woanders genauso gut verballern. So, das sind 2, das sind 2, das sind 2. Ich hole mal kurz mein Papier vor. Und zwar ist das dieses Papier. Das war aus einem Buch, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Ich würde jetzt allerdings ganz gerne mal eben die Ecken kurz ein bisschen hier, weil ich habe jetzt nicht mit der Ribbelkantenschere gemacht. Aber ist nicht schlimm, machen wir das so. Sieht dann auch ganz nett aus. Beides am besten. Ja. Nee, ich habe nichts bestellt. Ich war standhaft. Also weder Dekopagepapier noch das andere noch irgendwas. Nein, 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 nein. Ich habe nichts bestellt. Nein, nein, nein. Nein, es hat mir gut gefallen, aber es ist einfach, ich habe so viel und auch diese ganzen Lasercuts, die sind so klasse. Muss ich zugeben, ne? man ist ja wirklich, dann, man möchte sie wirklich gern haben. Aber ich weiß, dass ich so viele davon habe und die fast
ne, Moment, fast nie benutze. Und das ist das Dumme an der Sache. Ne? Man hat einfach schon so viel. Die Preise waren für mich noch so weit in Ordnung, weil die Qualität ist ja okay. Wobei, über Preise will ich doch noch mal was sagen. Ja, gestern hatte mich netterweise, oder schon vorgestern, ich komme ja heute, auf jeden Fall hatte mich jemand netterweise angeschrieben. Ihr wisst ja, diesen schönen Stempel, den ich wirklich sehr gerne mag, und ich habe nur den einen bekommen. Und da sagte sie mir, ja, AliExpress, ich habe noch mein Leben nie bei AliExpress bestellt, hat sich irgendwie nie ergeben, so wollen wir es mal sagen, aber ich habe auch immer gedacht, eigentlich ist das nicht so prickelnd, wenn man da bestellt. Warte mal, ist das ein Kleberpapier? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich tue es doch mal weg. Ich glaube, das ist kein Kleberpapier. Ja, danke für den Hinweis nochmal. Also für mich war das... jetzt muss ich erst wieder aufstehen. Es ist zum Tollwerden hier. Ja, es hilft nichts. Ich muss nach dem Hund gucken, ne? Ich habe mich gerade so schön eingepackt. Wisst ihr, Skihose an, drei Pullover übereinander und eine Jacke und eine Wärmflasche unten an den Füßen und alles schön in die Decke gerollt. Die dicke Frau in die Decke gerollt. Moment. Der Hund ist immer noch nicht da. Macht mich verrückt. Ja, ich kann da nicht hinterherlaufen über Land. Wo soll ich da rumlaufen? Erstens komme ich aus dem Gelände nicht raus, aber egal, wir wollen da jetzt. Ich stelle die Uhr wieder auf 5 Minuten und dann habe ich den Klebestift irgendwo. Da ist er. Dann wollen wir mal gucken. Hier nehmen wir jetzt aber gleich mal sofort. Was wollte ich denn erzählen? Ach ja, mit dem AliExpress. Ich hatte noch nie bei AliExpress bestellt. Weil ich eigentlich, ja, es hat sich einfach nicht ergeben und ich habe gedacht, eigentlich macht man das nicht so unbedingt, dass man da bestellt. Aber das ist jetzt, ich sage das einfach nur, ich habe das immer so gedacht. War doch überrascht über die Preise, das muss ich euch wirklich sagen. Ja, und so eine Riesenauswahl, dann habe ich die Stempel, die ich eigentlich suchte, weil die haben so eine komische Bezeichnung da, dann habe ich die erst gar nicht gefunden. Dafür habe ich 1 Milliarde andere Sachen gefunden. Also Wahnsinn, was da alles ist. Dann habe ich ein paar Stempel und Sachen, kleinere Sachen mir rausgesucht, die mir gefallen hatten. Dann hatte ich die alle im Warenkorb mehrfach kontrolliert, weil ich ja auch noch nicht da war. Ich wollte jetzt keinen Fehler machen und so, wie man das ja eigentlich auch so machen sollte. Auf einmal habe ich dann bestellt und da war nur die Hälfte, also die Hälfte nicht, aber fehlte eine ganze Reihe. Und ich hatte immer wieder gemerkt, ja, man muss vorne so ein Kästchen ankreuzen. Ne? Habe ich auch immer wieder gemacht und trotzdem fehlte das. Also dieser ganze Bestellvorgang war schwierig für mich. Ich weiß nicht warum, aber war schwierig. Ne? So. Und dann habe ich gedacht, okay, ne? Ja, dann Adresse eingeben. Normalerweise, man bezahlt ja per PayPal. Bei anderen Firmen geht das dann automatisch, dann verwenden die Adresse, die bei PayPal hinterlegt ist, gell? Nee, nicht so da. Nein, nein, das machen die nicht. Ich muss gucken, dass ich das rauskriege. Ich hoffe ja, ne, dass wir das... Doch, ja, müsste ja wohl klappen. Das wäre ja dumm. Nein, die musste man eingeben. Ist ja auch kein Problem normalerweise. Nur, die fragten... Ich weiß nicht, wenn ihr das schon bestellt habt, werdet ihr es vielleicht wissen. Also bei mir war das jetzt so. Die fragten natürlich nach dem Namen und... Adresse. Aber dann fragten sie nur nach der Postleitzahl, nach dem Dorf oder Stadt fragten sie nicht. Dafür fragten sie aber nach der Provinz. Ich weiß, das ist bei den Engländern, also bei den Amerikanern auch oft der Fall. Warte mal, das muss ich anders machen, muss ich ein bisschen... Kriege ich das hin? Nein. Ja, auf jeden Fall kurz und bündig. Ich konnte dann eingeben. Also meine Postleitzahl für Olde Stromberg, aber Olde an sich wurde nicht nachgefragt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja jetzt komisch. Ja gut, vielleicht füllen die das automatisch aus. Gibt's ja auch. Und dann, wie gesagt, dieses mit dieser Provinz. Provinz haben, ausgerechnet, das ist jetzt größer. Scheiße mit Reiße. Machen wir es so. Oh, noch gemerkt, alles gut. Ja, und dann
auch kein Problem. Ne? Kenne ich ja von den Amerikanern, dass die dann manchmal, oder andere in anderen Ländern, dass die mal manchmal nach einer Provinz fahren. Das ist ja bei uns vollkommen uninteressant, in welchem Bundesland ich hier wohne. Dafür haben wir ja Postleitzahlen. Wir sind ja nicht im Kongo oder wo, weiß ich nicht, wie die das da machen. Nee, sollte gar nicht abwerten. Also nicht irgendwo anders. Ich weiß nicht, wie sie woanders machen. Egal, das wollte ich damit sagen. Kann ja gar nicht wissen, wie es im Kongo ist. War ich ja noch nie. Auf jeden Fall kurz und gut. Kein Problem, denke ich. Nordrhein-Westfalen, alles gut. Ja, nee, ging nicht. Nordrhein-Westfalen ging nicht, weil war nicht da in der Liste. War absolut nicht da. Ende vom Lied. Dann standen da Bundesländer und Städte. Ne? Städte. Gut. Okay. Nächstgelegene Stadt für mich ist dann Münster. Habe ich dann Münster. Dann poppte wieder ein Fenster auf. Welcher Stadtteil von Münster? Da wurde ich dann schon langsam kribbelig, weil ich wohne ja nicht in Münster. Ich wohne in der weiteren Umgebung von Münster, aber mehr auch nicht. Das ließ sich auch nicht rückgängig machen. Ich habe alles versucht. Das System hat das direkt übernommen. Dann habe ich versucht, eine neue Adresse einzugeben. Gleiches Spiel. Oelde wurde nicht nachgefragt. Dann hatte ich irgendwo einfach, wo Straße stand, nochmal Oelde hingeschrieben, weil ich habe gedacht, wenigstens irgendwo soll doch der Name stehen. Ach, Ende vom Lied war, Moment, muss ich doch noch mal eben gucken. Das war das Schiff, das war die Busch und das war das. Eigentlich schön, thematisch, passt gut zusammen. Machen wir den hier hinten drauf. Okay. Mia ist hier und tackelt rum. Bitte stört euch nicht daran. Es ist eine kleine Nervensie. Ah, klebe ich das mal eben ein und dann gehe ich wieder. Sieht man das überhaupt bei dem Papier? Nicht wirklich, ne? Hält auch nicht besonders gut hier, das gerade, muss ich sagen. Sollte ich mal eben vielleicht was anderes nehmen? Das nehme ich mal eben. Da ist es, ja. Ja, jetzt bin ich gespannt. Irgendwann habe ich die Bestellung dann, und dann hin und her versucht. Und dann kam die Angabe, ja, wir haben irgendwie zu viel Kontobewegung bei Ihnen festgestellt. Machen Sie dies und dies, dann erscheint dieses Rechteck, dass man mit dem Handy irgendwie ablesen kann. Ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. QR-Code, ist das sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es ja nicht, ne? Ich kann das ja gar nicht. Geht ja bei mir nicht. Kurz und knackig, da habe ich jetzt alles wieder rückgängig gemacht, habe gedacht, okay, da muss es vielleicht anders gehen. Also das war sowas von anstrengend. Och, ganz ehrlich, ich bin für sowas zu dumm. Ja, es liegt einfach daran, ich bin zu dumm. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich kann euch nicht sagen, ich habe hinterher gedacht, gut, es ist wie es ist, ich kann es nicht ändern. Dann ist das so und ich habe per PayPal bezahlt, falls ich die Ware nicht bekomme, weil ich nicht in der Lage war, meine Adresse so einzufüllen, dass man sie sieht. Weil da steht jetzt Adresse Münster, ne? Neun, also postalisch meine und dann steht da Münster, okay? Passt ja, ne, überhaupt nicht. Es ist höchstens, und die Systeme heute früher haben es ja mit der Hand gemacht und dann war es ja nochmal möglich, dass man nochmal was nachsortierte. Das bezweifle ich, dass das heute noch irgendwo möglich ist. Also wird es durchs System durchfallen, nehme ich an, und ich werde es nicht bekommen. Naja, dann ist das so, ne? Ja, habe ich gedacht, dann ist das so. Alles egal. Ach so, ja, und dann habe ich natürlich festgestellt, diese ganzen schönen kleinen Sachen, die ich im Kanada-Paket hatte, die sind alle von da. Alle. Das ist natürlich interessant zu wissen. Pfennigkram. Wirklich Pfennigkram alles. Und auch die meisten anderen Sachen. Ich habe zum Beispiel ganz unheimlich viele Sachen von Sizzix gesehen. Ich habe noch nie Sizzix gekauft, war mir immer viel zu teuer. Kostet da ein Apfel und ein Ei. Ich habe keine Ahnung, ob das nachgemacht ist oder ob das echt ist. Ich kann es nicht sagen, ich bin kein Fachmann dafür. Ja, jetzt muss ich leider wieder aufstehen. Moment. So, wenigstens ist die Taritara wieder da, das alte dumme Luder das. Ah, ne, altes dummes Luder das. Aber nicht an den Ofen, Tara. Nicht an den Ofen, das ist zu gefährlich mit deinem Fell. Ne? Nicht, dass wir hier noch Feuer haben. Leg dich bitte ein Stück weiter weg. So, das habe ich vergessen. Ach so, ja, jetzt habe ich diese Uhren gefunden noch. Keine Ahnung, wo ich die jetzt wieder her habe. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Rob-Ons. Ah, das könnten Rob-Ons sein. Okay. Dann
Ja, warte mal. Haben wir ungefähr gleich große? Ja. Dann schneide ich mal was aus. Okay, eins. Ja, ich weiß nicht, mit diesem AliExpress sind die Waren, ist das das Nachgemachte, Gefakte oder ist das wirklich echt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das ist nachgemacht, gell? Ja, das wird wohl so sein. Und, ja, viele Sachen, die ich, also wie gesagt, in diesen Paketen hatte, können wir da mehr von ausstellen. Ich brauche die Uhr mit Sicherheit sonst nie mehr, ne, oder? Komm, was weg ist, ist weg. Vielleicht kriegen wir es diesmal 3, 4. Die größere nehmen wir dann. 4, 5. Ach komm, nimm die hier noch. Und 6. So, dann habe ich die noch übrig. Schmeißen wir die wieder nach oben hin. Dann suchen wir uns da mal eine Lücke für. Ja, ich weiß das nicht. Also ganz ehrlich, AliExpress. Ja, ich weiß, dass die Chinesen, die klauen ja alles und machen ja alles nach, so, ne? Sag ich jetzt einfach mal so locker flockig. Jetzt suchen wir uns erstmal wieder einen Platz. Ja, bin mir nicht sicher, ganz ehrlich, bin mir nicht sicher, wie das da jetzt in diesem Fall sich verhält. Ich vermute mal, dass das da auch so ist, aber ich weiß das halt nicht. Ich habe auch keine Lust, mich da jetzt mit zu befassen näher. So, jetzt wird es warm, weil ich ja auch ständig aufstehe und ziehe ich mal die eine Schicht Klamotten aus. Ja, es ist wieder kalt geworden draußen, ne? Es ist wirklich kalt. In der Küche habe ich jetzt so 7 Grad, denke ich mal. Ach, aber mir ist das schon wieder zu warm. Weil ich habe Wärmflasche an den Füßen, Ofen neben mir, Rennerei. Na, guck mal hier. Das ist doch so ein Rob-On hier, so ein Ding, ne? Oder? Ist das so eins mit dem Fingernagel? Oje, ich hoffe mal. Das ist das. Ich habe das ganze Scheißzeug in der Ecke liegen. Ich weiß nie, wofür das ist. Könnte sein. Hoffentlich funktioniert es. Sie macht das doch immer so locker flockig, weil die steht da unter den... Ach, guck hier, geht nicht ab. Geht nicht ab. Geht nicht ab. Geht? Nicht wirklich. Ja, entweder liegt es daran, weil es wirklich so kalt ist. Kann das sein? Ja. Oh, ich habe die Uhr auf dem Kopf. Hab nicht nachgeguckt, Hofmann, wie ich bin. Hab nicht gerade. Und dann ist es auf dem Kopf. Guck mal hier, es geht nicht ab, der scheiß Gold. Ich hab's mir gedacht. Nee. Ist nicht dran zu denken, dass da irgendwas abgeht. Nee. Ich hasse das, ganz ehrlich. Das sind diese ganzen Bastelmaterialien, die jeder ja so toll findet. Irgendwie denkt man dann, oh, wie toll, so Gold. Ich hasse das im Grunde. Seht ihr, ich kann machen, was ich will. Ich hatte das letztens auch hier bei diesem Rehen. Ums Verrecken ging es nicht ab. Hier, ist nicht zu machen. Der Hälfte Scheiß ist noch da drauf. Sieht doch kacke jetzt aus. Ja, nun können wir nicht ändern. Es ist, wie es ist. So, jetzt machen wir das mal anders. Jetzt ziehen wir hier das mal ab und ich halte es mal ganz kurz über den Ofen. Vielleicht besinnt er sich dann eines Besseren. Ich habe keine Ahnung, ob es hilft. Ich habe auch nichts anderes zum Rubbeln. Also normalerweise geht das doch auch mit dem Daumennagel ganz gut, ne? Normalerweise bei mir natürlich wieder nicht, ne? Siehst du? Nicht dran zu denken. Ich hasse sowas. Ganz ehrlich. Ich hasse es. Wenn ich jetzt hier dann mal mit dem Kniepchen drauf gehe. Gucken, was passiert. Wahrscheinlich genauso wenig wie vorher. Mal gucken. Ne, zieht sich wie ein Lämmerschwanz. Geht nicht ab. Ist etwas besser abgegangen. Das sind so Bastelarbeiten für jemanden, der Mutter und Vater erschlagen hat. Aber meine leben doch noch. Ich war es doch gar nicht. Wo ist der Kleine? Da ist der Kleine. Blöd sowas, ne? Ich mache den Rest eben ohne euch. So, ich habe jetzt alle eingeklebt. Das ist der 6., der letzte.
Also es liegt doch definitiv hier an dieser Eiseskälte. Wenn ich es erhitze, also die anderen haben dann wunderbar geklappt. Ich hoffe, dass dieser jetzt auch gut klappt. Es wäre schön, seht ihr. Das klappt ganz gut, ein paar Aussetzer, aber das liegt auch vielleicht am Papier. Das ist okay, alles gut. So, dann haben wir die Uhren schon mal drin. Jetzt haben wir hier noch so Text, da weiß ich noch nicht genau, ob wir die noch brauchen, weil ja schon so viel drin ist, was viel Platz wegnimmt. Wir brauchen also dünnere Bilder. Ich habe noch mal mir jetzt die Landidee rausgeholt. Mal ganz schnell, die ist sie neu? Noch ziemlich neu. September, Oktober 21. Nein, sie ist nicht neu. Die hat nur nie einer gelesen, komischerweise. Oh, wie schön ist das denn? Die schönsten Brücken, guck mal. Das sind aber wirklich schöne Brücken hier. Wow, das gefällt mir hier. Das gefällt mir. Haben wir jetzt drei? Oh, ja. Gipfelkreuze und Höhenwege. Guck mal, was ein wunderbares Foto. Warte mal, wir brauchen ja jetzt auch noch ein bisschen Abwechslung in unserem Buch. Das gefällt mir gut. Das nehme ich raus. Wir haben noch ein, zwei große Seiten frei. Ich bin überhaupt kein Mensch, der im Gebirge rumrennen wollte, persönlich. Aber das ist von mir persönlich nur so. Ich habe also zwei, hätte ich jetzt hier, zwei. Ich muss also noch irgendwas dazu nehmen. Die Brücke finde ich ganz toll. Wobei, ich glaube, die Brücke muss ich rausnehmen, weil die könnte bei meinem Mann vielleicht mit ins Erinnerungsalbum als Brücke. Ach, ich kann sie auch verwenden. Jetzt stell dich nicht so an, Frau. Stell dich nicht so an, geh. Stau dich nicht so an. Kannst du dir doch irgendwie. So, jetzt haben wir hier das Buch und haben wieder drei neue Sachen. Wir fangen hinten an zu blättern, weil immer von vorne ist dann auch blöd. Wir haben noch eine Seite frei. Es war aber irgendwas, da ist noch was frei. Hier kommt, da ist was folgisch. Da wäre was frei. Das sind aber kleine. Ich meine, wir hätten was Größeres noch gehabt. Moment, hier. Nee, ist auch schon. Ui. Ui, warte mal. Hier ist was frei. Nein, auch nicht mehr. Da ist auch vollgeklebert. Das kleben wir nicht zu, sowas. Das ist ja klar. Das war wohl ein Irrtum meinerseits. Ich habe gar keine großen Bilder mehr frei. Gut, dann nehmen wir die... Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, das klebe ich, das mache ich nicht zu. Das bleibt, wie es ist. Hier ist was drauf. Da ist auch was darunter schon, sonst hätte ich das jetzt genommen. Das möchte ich auch nicht komplett verdecken, weil mir das eigentlich ganz gut gefällt. Ich hätte nur noch diese Seite frei. Okay, das können wir machen. Ja, das können wir tun. Genau. Da müssen wir uns jetzt das Beste raussuchen und mal einen kleinen Stift. Haben wir wieder irgendwo einen am Start. Ja, haben wir schon hier. Okay. Hier ist auch noch eine kleine Schnepfe. Du Schnepfe, du. Komm nicht zum Stempeln hier. Es ist zum doll werden, oder? Ich komme einfach nicht dahin. Das reiße ich mir jetzt mal einfach aus. Okay. Eins. Das finde ich auch schön hier. Genau, das gefällt mir auch ganz gut. Das nehme ich auch mal raus. Das kleben wir einfach irgendwo hin jetzt. Wir müssen ja noch ein paar kleinere Lücken füllen. Da können wir das vielleicht gebrauchen. So ein Wasserfall. Wir verwenden jetzt möglichst viel. Ja, die Bilder, also die Fotos waren zum Teil aus Zeitungen. Hatte ich ja gesagt. Und die letzten habt ihr ja gesehen, habe ich daher genommen. Die Schnepfe nehme ich noch rein, die ist süß, Vögelchen, ein kleines Vögelchen, finden wir schon Platz für. Ja, der Trick ist jetzt, dass ich zum Schluss auch Sachen einfach einklebe, dass das Ganze nicht zu statisch wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ich behalte zwar meinen Rhythmus irgendwo in der Regel. Guck mal, ich habe jetzt einmal den wunderbaren Beige und dann hätte ich das, dann nehme ich den wunderbaren Beige, okay?
gut. Auch schön. So, guck mal, da haben wir jetzt schon eine Menge. Das können wir dann wirklich weggeben. Wir müssen mal das haben als Anhaltspunkt. So, das machen wir mal so. Geht ja nur darum, dass wir wissen, wie groß das ungefähr sein darf. Aber wartet mal, das ist Rüben und das ist Alpen. Ach, nee, dann nehmen wir lieber mal Rüben, glaube ich, oder? Ja, nehmen wir Rüben, ist auch. Ich war noch nie auf Rüben. Ich glaube, meine Eltern, die sind mal irgendwann nach Rüben gefahren und haben da einen Urlaub gemacht. Es war doch eine ganz schöne Fahrerei, sagte mein Vater hinter von uns aus hier. Und es wäre wunderschön. Und dann, guck mal hier, da hätten wir noch so einen Berg. Können wir mal ausreißen. Und dann hatten ja auch die Räder dabei, hatten ja Urlaub gemacht. Dann haben sie irgendwo in der ehemaligen DDR, ne, da kommt man ja dann da durch. Ich weiß jetzt nicht wo, ich wollte es nicht jetzt irgendwie abwertend sagen, sondern nur, damit man weiß, wo man sich bewegt. Und dann haben sie da irgendwie noch eine Übernachtung gehabt und so haben sie irgendein Städtchen oder eine Stadt angesehen. Irgendwas. Auf jeden Fall kurz und gut, meine Mutter dröselt mit dem Fahrrad da durch die Gegend, hat hinten im Korb auf dem Fahrrad, hat im Korb ihre Handtasche und dann hat man ihr die da rausgestohlen. Und da war natürlich pleite, ne? Das war natürlich, will nicht sagen, dass das jetzt daran lag, dass sie da im ehemaligen DDR waren. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, da ist das dann in so einem Urlaub passiert. Ne? Ich kann nichts sagen über die DDR, weil ich habe damit nie was zu tun gehabt persönlich. Kann also auf keinen Fall was, guck mal hier, das ist fantastisch. Gell? Kann auf gar keinen Fall was Schlechtes oder was sagen, auf gar keinen Fall. Ne? Nein. Das will ich damit auch gar nicht angedeutet haben. Ne? Ja, dann nehmen wir das mal raus, weil das einfach so wunderschön ist. Ne? So, wo habe ich da eine Anzeichnung? Hier so ungefähr. Ein bisschen höher, so. Okay. Dann muss ich einmal hier hoch. Schon toll, das Foto. Und dann muss ich gucken, wie hoch ich gehen kann. Da kann ich ganz höher gehen. Kann ich bis hierhin auch ruhig gehen. Kann auch ein größeres Foto sein. Wunderbar, wunderschön. Und dann habe ich hier noch jetzt hier ein schönes, das gefällt mir sowieso nicht so gut. Dann habe ich hier noch ein kleines, wenn wir so ein bisschen geschickt reißen, haben wir noch ein Foto mehr. Guck mal, wunderbar, das. Das wäre sogar auch noch eins. Ach du lieber Gott, ja, hört gar nicht, Opel. Ja, ist hier noch was drauf? Ja, muss ich nicht unbedingt haben. So, okay, jetzt können wir wieder klebern. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben das rausgelegt, wir haben das rausgelegt, wir haben das rausgelegt. Das ist leider ganz schräg. Muss ich nochmal nach. Habe ich nicht aufgepasst? Kann das sein? Ja, nicht aufgepasst. Aber jetzt haben wir aufgepasst. Ein großes, noch ein großes. Und kein großes mehr. Das ist doch toll. Toll werden ist das. Dann müssen wir das so machen. So, wir wollen das jetzt gerade mal aufteilen, dass nicht in einem Buch immer die gleichen Motive auftauchen. Wisst ihr, wie ich meine? Gell? Wisst ihr? Ich habe jetzt eins zu wenig. Ja, nee, ich habe doch eins zu viel. Dann würde ich das hier hinräumen. Das dahin räumen, das dahin räumen. So, das würde ich zum einen, das würde ich zum mittleren und das würde ich zum anderen. Ne? Die Schnepfe habe ich über. Du alte kleine Schnepfe, du. So, also jetzt fangen wir an. Kleben das ein. Jetzt mache ich auch noch wieder zu. Naja, aber ich weiß zufällig, das war irgendwas mit Weiß. Dieses dünne weiße Papier. Warte mal, wir sind im ersten, wir müssen vorne anfangen. Im ersten, das dünne Weiße, das war hier. Und da käme das jetzt drauf, wunderbar, besser geht's nicht. So viel wieder auf dem Tisch hier rumliegen, das ist furchtbar.
Ja, das kann, sonst kann ich persönlich überhaupt nichts sagen von der ehemaligen DDR. Ich hatte da persönlich überhaupt keinerlei Kontakte. Wir hatten da keine Familie bei uns. Das weiß ich einfach. Da weiß ich nichts zu sagen. Das kann ich auch gar nicht. Das will ich auch gar nicht. Das entzieht sich komplett meiner Kenntnis. So. Ne, kann ich so wohl sagen. So, wir hätten jetzt hier so einen Brief. Na, warte mal, wo war er? Na, man blättert und blättert. Und blättert und blättert. Da, ne, passt natürlich nicht. Dann haben wir da was drauf. Da sind wir schon auf dem Ende. So, gucken wir, dann müssen wir jetzt schon mal sehen, dass wir hier an den Start kommen mit den Bildern. Ich habe noch Bilder, bitteschön. So, jetzt wollen wir mal jede Lücke uns begucken, wo wir noch was hinkleben könnten. Da ist nicht möglich. Gut, dann müssen wir... Ups. Ich habe schon alles voll hier, gell? Aber ich könnte das noch so da drüber kleben hier. Das ging ja noch gerade. Das mache ich auch. Sieht so ein bisschen tristig aus. Gut. Bisschen tristig, aber das sieht jetzt ganz gut aus. So. Okay. Ich lege dann jetzt immer so ein Dings da rein, damit ich weiß, wo ich gewesen bin, ne? Weil sonst komme ich ganz durcheinander. Ich habe noch ein langes. Das könnte ich jetzt hier zum Beispiel reinkleben. Das würde passen. Ihr seht, dass ich große Musterseiten gar nicht beklebe, ne? Hier würde ich sie hinkleben, jetzt in dem Fall vielleicht. Nee, würde ich nicht machen wollen. Ich würde es dann doch tatsächlich da drauf gehen. Okay, das muss man dann halt bei den anderen gleich mal gucken, ob das auch so geht. Ja, wartet mal. Und dann tue ich auch noch hier so ein Tag rein, damit ich es dann gleich wieder finde. So, das wiederhole ich jetzt dreimal. Ich habe ja hier drei Haufen, dann bin ich wieder da. Okidoki. Und jetzt fangen wir mit ein bisschen Stenzeln an. Ich habe mir einiges rausgesucht hier. Das schon mal ein bisschen weg. Alles noch ein bisschen auseinandergeschoben hier. Ja, und dann fangen wir jetzt einfach mal an und gucken, wo ist Platz. Ne, wo müssen wir tätig werden? Wir fangen gleich sofort hier an. Legen da was runter. Ja, es ist nicht so ganz günstig jetzt im Moment mit dieser Geschichte. Ich würde jetzt da vielleicht einfach nur so ein paar Federn drauf machen, dachte ich mir jetzt gerade. Was haben wir denn hier? Wir haben Antique Linn, wir haben Tea-Dyed, Old Paper, Burlap. Wollen wir es mal mit Burlap versuchen? Würstchen mal hergeholt. Also das macht man natürlich besser vorher, ne? Aber ihr wisst, ich habe es euch gesagt, es war so irgendwie so stressig, dass ich es nicht vorher gemacht habe, wie wir alle wissen. Ja doch, geht doch alles, man muss es nur wollen. Ihr wisst, wie es ist im Leben, man muss nur wollen, ne? So, seht ihr, jetzt mache ich da noch so ein paar schöne Federn rein. Können wir da noch irgendwas hinfummeln in dieses Eckchen? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig. Naja, nicht wirklich. So. Damit das jetzt auch nicht so ganz aus dem Ruder läuft, mache ich das jetzt auch genauso wie alles andere, genau in der Reihenfolge, in der die Papiere hier auftauchen. Da sind sie schon zum Beispiel. Ich lege das jetzt halt nur so ein bisschen drunter. Das, guck mal, jetzt hätten wir hier zum Beispiel ein bisschen mehr Platz. Da kommen wir dann vielleicht sogar mit einem größeren mal an den Start. Und mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ja, also das Stenzeln macht man besser vorher. Stempel macht man auf jeden Fall besser vorher. Stenzeln auch. Kann man hinterher machen, ist halt ein bisschen fummeliger. Ja. Müsst ihr wissen, ob ihr euch das antun wollt. Seht ihr, jetzt müsste ich das zum Beispiel mal so etwas anders hinlegen können. Das kann ich gerade leider nicht. Okay. Machen wir das mal so.
Das meine ich damit, dass man da halt die Sachen dann zwar ähnlich aufbringt, aber nicht gleich. So, würde mir jetzt reichen, in dem Fall, würde mir reichen. Wir suchen, wir sind vorne, ne? Wir müssen genau kontrollieren. Ja, weil man blättert so viel hin und her, ihr werdet es gleich sehen, dass man irgendwann, ich habe irgendwie überblättert. Wir fangen noch mal ganz von vorne an. Da ist er nämlich schon, siehst du? Da ist er nämlich schon, der Umschlag. Da nehmen wir mal das Papier raus. Wir wollen auf keinen Fall das Papier auch noch einfärben. Können wir mal den etwas größeren. Ne, das sind gar keine Federn, das sind so Fahne, so Blätter. Die Federn liegen neben mir. Ich habe gar nicht richtig gerade geguckt. Das spielt ja keine Rolle, was wir hier nehmen. Wir haben ja Platz genug noch. Seht ihr? Also mir reicht sowas, ganz ehrlich. Mir langt es, wenn ich das so mache. Ja, mir reicht es. Ja, stecke ich das wieder rein. Genau. Okay, dann suchen wir uns schon die nächste Seite. Da müssen wir viel machen noch auf der Seite. Da wollen wir mal warten. Ich habe immer noch nichts hierfür wirklich. Ich habe hier einfach so provisorisch was eingesteckt, aber es ist nicht wirklich fertig. Ich hätte jetzt hier diese Seite noch, wo ich überlege, ob ich irgendwas noch oben vielleicht. Hier könnte man noch was stenzeln. Hier zum Beispiel. Da ist dann jeweils nur so ein. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mir mal ein Babywipe holen. Ich werde die Stempel auch wieder, die Stenzel, die Schablonen, auch alle wieder sauber machen, sodass wir dann. Ist ein bisschen wenig Platz hier. Es ist ein bisschen kompliziert. Ja, wir wollen uns aber da nicht drüber ärgern. Gell? Wir wollen das mitmachen. Das wollen wir mit tun. So, jetzt machen wir die wieder sauber, so gut es geht. Das ist doch eine schöne Schablone zum Beispiel. Die war mit Sicherheit auch nicht so furchtbar teuer. Von Viva Decor. Also man muss schon immer mal gucken. Es gibt nicht nur eine Firma auf der Welt, von der man kaufen kann. Es gibt ganz viele. Achso, die Gebrauchten lege ich auf die Seite. Genau, so machen wir das. Die Gebrauchten lege ich auf die Seite. So, dann würde ich jetzt zum Beispiel. Ah, ich habe diese auch noch. Die ist toll. Die ist richtig klasse. Da überlege ich jetzt, ob ich da so eine Kante oben dran her machen könnte. Ja, gar nicht. Dann nehmen wir mal nur Antique Linden dafür. Gucken, ob man das sieht. Ich weiß nicht, das ist ziemlich matte, ziemlich wenig färbend, aber wir wollen es versuchen. Ah, ich glaube schon. Aber ja, sieht man das. Aber ja. So, und das finde ich jetzt genug. Ja, das finde ich jetzt genug. Das ist vorne der Briefumschlag. Ich glaube, der ist in dem Fall dann hinten der Briefumschlag. Kann das sein? Wollen wir eben von hinten anfangen. Ich glaube, das ist in dem Fall hinten der Briefumschlag. Doch nicht. Das war der andere. Ja, wir werden schon kriegen. Von vorne. Da ist er. Da haben wir ihn doch schon. Petra, rege dich nicht ab. Jetzt seht ihr bei der Gelegenheit auch, was ich da vielleicht so schon alles hingemacht habe in dem Fall. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Schablone. Die habe ich erst, ich kann auch gar nicht mal im Moment wirklich sagen, wo ich sie her habe. Ich weiß das einfach gar nicht mehr. Die ist auf jeden Fall klasse. Da kann man viel mit tun. Seht ihr? Reicht, ne? Da braucht gar nicht mehr da drauf. So, das war jetzt dann die Mitte. Jetzt sind wir vorne. Da ist auch schon der Umschlag. Guck mal. Ne, da machen wir jetzt auch nicht jetzt jedes Mal eine neue Überlegung auf, sondern da gehen wir einfach. Warte mal. Moment. Petra, langsam, bitteschön. Was habe ich denn da gemacht? Dieses, ne? Dieses habe ich gemacht, genau. Das. Ja, da machen wir auch nicht jedes Mal eine neue Farbe oder eine neue Schablone. Da gehen wir einfach dann vor und zack, zack, zack wird das dann halt gemacht. Das ist so klein und das ist, guck mal hier, das ist fertig, gell? Das ist fertig.
Jetzt holen wir uns eben ganz kurz das Papierchen zurück. Machen die Schablone sauber. Ja, bei der muss ich ein bisschen aufpassen. Die möchte ich auf keinen Fall, dass die irgendwie kaputt geht. Bei der 7 habe ich sie falsch rumgedreht. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Muss nicht jedes Mal. So. Die Farbe hatten wir jetzt auch und die stelle ich dann schon mal nach oben. So, genau. Wir gehen also weiter vor. Da haben wir jetzt noch gar nichts. Guck mal, da würde ich jetzt zum Beispiel, weil das habe ich jetzt überall noch gar nichts, da würde ich jetzt zum Beispiel einfach so eine Blume drauf machen wollen. So, zuppdiwuppdi. Da können wir allerdings mal eine andere Farbe nehmen, die etwas mehr... einen Moment. Sekunde, ich hab's gleich. Ich hab's gleich, es kann sich nur noch um 3-4 Jahre handeln. Da könnten wir mal... Nicht Fallen Leaves wieder nehmen. Nein, 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 nein. Wir nehmen Nocturne. Nocturne. Ach, jetzt habe ich natürlich wieder kein Dingens dafür. Okay, dann machen wir uns selber ganz schnell was fertig, weil ich habe jetzt... Ja, man könnte sich natürlich jetzt, wie alle anderen das machen, das alles so toll einordnen und... Ja, ich finde das auch wirklich schön, wenn man das alles hat, aber irgendwie komme ich da nicht zu, muss ich sagen. Tut mir leid, das ist, Tisch ist halt bei mir nicht so geordnet alles. So, die Schablone ist dann auch verhunzt, weil, ja, ich brauchte jetzt was Dunkleres, was man dann auch erkennen kann auf Braun. Weil wenn wir da mit hellbraun auf dunkelbraun arbeiten, dann wird das nicht sehr prickelnd werden, sage ich mal. Wobei, das sieht bestimmt ganz nett aus. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. So arbeiten wir uns munter voran. Das ist vorne das braune Packpapier. Da ist vorne das braune Packpapier von hinten dieses Mal. Okay, von hinten dieses Mal. Oh je, jetzt ist das aufgezwitschert. Hui, das hatte ich so schön zusammengefummelt. Warte mal, können wir es auch mal andersrum reinmachen vielleicht? So rum. Machen wir es so rum rein. Okay. Die Blume ist die gleiche. Wir machen sie einfach nur andersrum rein. Und bis wir hier sind, bei den vielen Bildern, die drin sind, haben wir vergessen, dass das die gleiche Blume ist. Also das Prinzip bei dieser Art Sachen. Außer man hat ein fotografisches Gedächtnis, was ich sowieso nicht habe. Also kein Thema. So, vorne Packpapier. Einen danach, noch einen danach, da. Das war diese Brottüte, die wir da benutzt hatten. Hier nehmen wir nochmal das Papierchen zusammen. Jetzt machen wir sie mal wieder so rum rein. Machen wir sie mal so rum rein, ist auch schön. Ups, naja, ist ein bisschen verschoben, ist nicht ganz so schlimm. Ich schiebe es zurück, man kann es bei dem Dunklen ganz gut sehen. So, ist nicht ganz so schlimm, seht ihr? So. Okay, ja, da mussten wir so ein bisschen mehr Kontrast haben, sonst wäre das nicht gegangen. Jetzt holen wir uns eben das Papierchen zurück und versuchen, die Schablone kurz sauber zu machen. Ein bisschen geht es wahrscheinlich, ein bisschen wird es gehen. So, auf die Art habe ich ja schon zigmal Papiere gestaltet, die wir auch teilweise hier im Buch haben, ne? Also... Ich sage es nur immer wieder dazu, dass man fast alles verwenden kann hinterher. Ne? So, guckt an. Wir blättern weiter. Da sind wir jetzt. Das lasse ich jetzt so, wie es ist. Vellum lasse ich so, wie es ist. Hier könnten wir noch eine Spitze dran kleben. Hier könnte noch was eingeschoben werden. Habe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich hier dieses Papier. Das ist jetzt so, da würde ich jetzt zum Beispiel nur mal sowas, so, ne? Das könnte man auch mal, nee, warte mal, ist ein bisschen groß. Halt, machen wir anders. Aber das ist von der Verpackung, von der Tomatenverpackung. Ich habe hier extra die kleinen Sachen rausgeholt, dass das so ein bisschen,
hier so ein bisschen übersichtlicher. Da, den nehmen wir schon, den haben wir, den nehmen wir auch. Gut, das Grau lege ich mal dazu, dem Grau. Da können wir jetzt wieder, da nehmen wir mal Vintage-Foto, würde ich sagen. Da nehmen wir mal Vintage-Foto. Alles andere würden wir wahrscheinlich gar nicht sehen. Mal gucken, sehen wir das? Ja, sehen wir, alles gut. Man denkt immer, man sieht nichts, aber ist es alles okay. So, ja, ist ein bisschen mühselig, aber ehrlich gesagt, wir haben ja Zeit, ne? Guck mal, reicht uns das aus? Das reicht uns vollkommen aus. Das ist vollkommen genug. Dann müssen wir nach vorne suchen. Vorne, und zwar dieses eingezwitscherte vorne. Da haben wir schon. Da haben wir das eingezwitscherte vorne schon. Den nehmen wir auch gerade raus. Können wir genauso machen. Spielt gar keine Rolle. Es geht nur darum, dass irgendwas drauf ist. Dass es nicht so kahl und nackerig aussieht, das Papier darunter. Ja, ich weiß nicht, bestellt ihr bei diesem AliExpress oder sagt ihr, nee, das nachgemachte Zeug oftmals, ich sage mal in Anführungsstrichen, ich weiß das nicht, habe das mal gehört, kann ich behaupten, dass ich da Informationen zu hätte, das weiß ich nicht. Und vordere Bereich, warte, vordere Bereich, hier hinter, zur Mitte, mehr noch zur Mitte hin. Das wäre dieser hier, genau, sind wir schon richtig. Ja, ich weiß das nicht. Tatsache ist, dass diese ganzen Sachen, die ich aus diesen kanadischen Paketen hatte, die wirklich hübsch waren, ne? Create Studio oder wie das Ding hieß, ihr wisst ja, kein Name ist ja nicht so meins, die habe ich alle da gefunden, alle. Alles habe ich da gefunden. Ich glaube, bis auf ein oder zwei kleine Ausnahmen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch da verkauft worden sind, denn das ist so wahnsinnig viel, dass man das gar nicht alles sehen kann. So, wunderbar. Das reicht mir schon. So, das ist schon wirklich reichlich genug. So, so kann man jetzt ganz relativ einfach die Seiten noch ein bisschen gestalten. Ein bisschen Spitze kann man noch reingeben hinterher, wenn man möchte. Speziell im oberen Bereich, weil unten sind ja oft so Taschen oder doppelt und dreifach und oben halt nur dann so, guck mal, so haben wir bald schon Papier fertig wieder. Dauert nicht mehr lange. Seht ihr das? Nicht schlecht, ne? Oder? Not so bad. Na, also bitte, sagt mal selber. So, jetzt blättern wir hier wieder weiter und gucken, was wir noch machen. Ich lasse das und lasse das und lasse das und lasse das auch. Hier haben wir das gleiche Problem. Hier müssen wir, hätten wir auch in einem. Aber nein, dann nehmen wir eine andere Schablone natürlich. Ganz was anderes nehmen wir da. Da habe ich zum Beispiel sowas. Ja, da haben wir ja festgestellt, die von La Blanche kann ich in der Kälte nicht abziehen. Haben wir ja die Sterne nehmen wir. Ich mag Sterne so gerne. Ich mag Sterne so gerne. Sollen wir da mal jetzt Old Paper versuchen? Versuchen wir das mal. Warte mal, ich habe die Bürste. Ich habe auch noch eine andere Bürste. Ich nehme die. Oh ja, man sieht es gut. Man sieht es wunderbar. Was war das jetzt? Old Paper? Mit irgendwas anderem noch im Stempel, mit Sicherheit. Naja, bei mir ist das nicht so. Guck, fertig ist die Laube. Und da wir jetzt so schön im Schwung sind, hauen wir hier auch noch ein paar Sternchen drauf. Und verbinden dadurch alles wunderbar. Naja, guck mal hier. Sternenhimmel. War doch dieses Lied. Sternenhimmel. Das ist nach der Mitte. Da ist es schon. Nach der Mitte. Da ist es doch schon. Machen wir dann einmal durchgängig so weiter. Ja, also wenn ich natürlich jetzt die ganzen Sachen hier in den Läden hier vor Ort kaufe und stelle dann aber fest, dass die zu 90% da gekauft worden sind,
So, ne? Wisst ihr, was ich sagen wollte vielleicht, gell? Dann ist das so eine Sache. Dann ist das wirklich so eine Geschichte für sich. Wo bin ich jetzt hier? Ne, den habe ich genommen, den. Nicht durcheinander geraten. Ja. Naja, klar machen die alle Preise kaputt. Na klar. Aber, tja. Also ich denke, die Sachen, wo Tim Holz dran stand, also C6 ist das ja, ich denke, dass die gefaked waren. Also ich denke schon. Aber wie gesagt, ich weiß das nicht. Sagt mir mal was dazu. So, guck mal, so einfach geht das hier. Ne? Jetzt holen wir uns wieder unser Papierchen zum Saubermachen. Und so kann man sich ganz munter fortarbeiten. Ne? Das geht ganz, ganz gut eigentlich. Vielleicht hole ich noch ein paar, wenn ich das, ich arbeite mich also komplett durchs ganze Buch auf jeden Fall durch, so auf diese Art. Nehme ein kleines Stenzel, nehme ein paar andere Farben, dass das nicht so einheitlich ist. Also auf keinen Fall soll bei mir im Buch braun, in hellbraun, in dunkelbraun, in kaffeebraun, in kackbraun, in beige womöglich noch. Also ihr wisst, was ich damit sagen will. Also ich möchte es gerne ein bisschen abwechslungsreich haben. Deswegen kann ich auch nicht im Vintage-Stil arbeiten. In Chevy, dieses ewig, dieses oder Chevy Chic ist für mich auch ganz gruselig. Weiß auf weiß auf weiß. Weiß auf weiß. Ja, kann ich nicht aushalten. Ich brauche immer so ein bisschen Farbe irgendwie, ne? Das ist halt so. Jetzt haben wir hier so wunderbare, da würde ich aber dann, glaube ich, eine Spitze draufkleben. Beidseitig. Wir gehen einmal so durch. Jetzt haben wir hier noch ein Motiv. Also hier haben wir noch ein Motiv. Könnten wir noch eine Feder oder was? Warte. Einen Moment. Ich habe noch eine hier. Federn habe ich noch hier. Guck mal, wir könnten jetzt hier eine wunderbare Feder drauf machen. Dann hätten wir da... Müsste schon so machen. So, wunderbar. Das haben wir auch schon benutzt. Das tun wir weg. Jetzt hätte ich gerne so ein... Lila ist ein bisschen zu gewagt. Ein Blau. Stormy Sky, der ist, glaube ich, nicht so doll, ne? Der ist nicht so dunkel. Da habe ich ein Schwampelblau. Alle Blaufarben, da machen wir keinen Unterschied. Blau ist Blau. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dieses Geschiss mit den Stempelfarben, mir, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man von einer Firma jede Farbschattierung, also ich brauche das für mich jetzt gar nicht, ne? Überhaupt gar nicht. Das ist mir eher, wie soll ich sagen, eher merkwürdig. Ja, wirklich merkwürdig. Ja, gut. Das sind dann wahrscheinlich solche Präzisionsarbeiter, die auf Hundertstel Farbnuancen achten. Das tue ich nicht, also mir reicht es aus, wenn ich da eine Farbe drauf habe. Ja, nee, aber ich meine, es ist ja jedem überlassen natürlich. Also ich verstehe es nur halt nicht. Das denke ich so oft, dann diesen Hype. Dann kommt diese Farbe. Oh, da muss ich die Farbe haben. Da muss ich das haben. Ja, warum? Warum muss ich das? Ja, wieso? Weiß ich nicht, wieso. Bin ich jetzt im Richtigen oder habe ich die anderen vorne gehabt? Okay. Wäre nicht schlimm. Wir gucken gleich nochmal nach, ob ich jetzt durch Quatschen wieder einen Fehler reingebracht habe. Warte, halt, verschoben. So. Guck gleich nochmal genauer nach, weil da gibt es ja vorne und hinten bei dieser Geschichte. So. Die machen wir schon mal sauber. Die brauchen wir gleich noch. Das sind die Hunde, die ihr jetzt wieder hört. Die lassen sich schwer sauber zu machen. Lassen sich schwer sauber machen, wollte ich sagen. Weil die so viele Hexkes haben. Okay, also jetzt müssen wir mal schauen, ob ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe. Will ich nicht ausschließen. Fangen wir wieder hinten am besten an und gucken mal zur Kontrolle hinten. Hinten vorne. Was ist denn vorne vorne? Haben wir vorne da auch was drauf? Wollen wir eben schauen. Oh, vorne haben wir ein Bild. Okay, da brauchen wir nichts mehr. Okay, wie weit waren wir jetzt jetzt habe ich zu viel geblättert. Hier, bis dahin waren wir vorgedrungen.
jetzt hätten wir. Warte mal, ich muss andersrum blättern. Ich komme aus dem Takt, ne? Ich merkte schon was, ne? Hier ist jetzt gar nichts drauf. Ich finde die Seite auch sehr, sehr schön. Da könnten wir allerdings so eine kleine Feder drauf zwitschern. Und da können wir dann auch mal eine andere Farbe nehmen. Ruhig. Ruhig ein dunkleres Blau. Hier, Marinier oder wie die dämliche Farbe heißt. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst Bescheid hier. Ihr wisst Bescheid. So, da machen wir dann eine Feder drauf. So, das ist dann, das ist es dann. Hinten rot, rote Pünktchen. Hinten, also heißt nach der Mitte. Oh, warte mal, hinten nach der Mitte. Wo ist die Mitte hier? Einen Moment. Die Mitte habe ich hier. Dann brauche ich die roten Pünktchen. Die habe ich noch nicht. Da habe ich sie doch. Hier, hier, da sind sie doch. Die roten Pünktchen von Athen. So, kommt nur eine Feder drauf und das soll mir genügen. Rote Pünktchen nach der Mitte. Wo seid ihr? Haben sie wieder versteckt. Da haben wir schon. Und die möglichst dahin, wo nicht so viel Interessantes zu sehen ist. Fertig ist die Geschichte. Jetzt kommt noch der große Umschlag gleich. Aber ich muss mal eben natürlich sauber machen. Ne, das Tuch müssen wir auch immer möglichst in den Dreck werfen. Wird dann interessanter dadurch alles. Mal gucken, wo noch ein bisschen Platz ist, hier zum Beispiel. Ach, jetzt habe ich den. Das war dumm von mir. Den Lappen so ein bisschen. Naja, okay. Soll es genügen, gell? Soll es genügen. Jetzt haben wir diesen großen Briefumschlag. Das ist ganz wichtig, dass wir da noch auf jeden Fall irgendwas mit anstellen, denn das sieht wirklich blöd aus. Gucken wir mal hier rein. Vielleicht können wir von diesen Mustern irgendwas nehmen. Hier hätten wir so Dreiecke. Hier, das ist ein sehr, sehr schönes Muster. Das könnten wir nehmen. Ja, einen Moment. Das ist ein sehr, sehr schönes. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Das wird zu doll. Wir brauchen hier wieder was zum Unterlegen. Hier müssen wir rausnehmen. Okay, und dann gucken wir mal, wie wir da zur Rande kommen mit dem Ganzen. Das müsste klappen. Und natürlich möglichst nicht aufs Papier drauf. Ne? Da könnten wir dann jetzt... machen wir die Bürste sauber. Da nehmen wir mal Chevy Shutter. Chevy Shutter. Ist so eine ähnliche Farbe, okay? Ist so eine ähnliche Farbe. Ach, machen wir. Machen wir nicht so Theater drum. Gut festhalten, möglichst. Ne? Ich sage das immer wieder. Mir rutscht es auch andauernd weg, so ist es nicht. So, ich zeige das jetzt noch, dieses hier, und dann mache ich den Film, höre ich auf zu filmen, so wollte ich sagen. Beende ich ihn. Jetzt muss ich nur wieder alles wieder richtig auf Ort und Stelle haben. Moment, habe es verrutscht. Ja, das ist ein bisschen fummelig, aber man kann das schon schaffen. Naja, und dann gehe ich ganz zum Schluss nochmal überall so vorbei und gucke, ob ich, ich lasse das so, und gucke, ob ich dann so ein bisschen einfärbe noch auf den Seiten. Wisst ihr, wie ich meine, so, ne? So, jetzt suchen wir den großen Umschlag von hinten. Ich glaube, der ist in diesem Fall vorne. Müssen wir nochmal gucken. Ne, der ist auch hinten, ist schon recht. Schon recht. Wo habe ich das Papier denn jetzt? Da. Das müssen wir schon mal drunter legen, damit wir auch irgendwie einen Halt haben. Ja. So, ihr seht, das ist jetzt alles nichts Besonderes. Das macht man einfach so. Ich kann das jetzt nicht noch groß bekleben. Ich hatte es eigentlich vor. Aber da seht ihr ja, was hier, wie dick das alles schon ist. Und ich hasse das, wenn das zu dick ist. Und das muss ja auch nicht sein. Also ich möchte es nicht so dick haben, wollen wir es so sagen. Ne? So. Guck. Sieht da nicht so schlecht aus. Warum ist das hier so handelig? Keine Ahnung. Aber das bisschen weiß, das brechen wir dann noch was da. Dann müssen wir noch mal gucken. Da sind wir schon an der richtigen Adresse. Da haben wir das Papier.
Ach so, den muss ich gleich wieder einzwitschern. Das habe ich gerade vergessen. Naja, das können wir noch eben gleich machen. So, ihr Lieben, das war's für mich. Ich mache noch so ein bisschen weiter und sehe zu, dass der ins Netz kommt. Das ist jetzt definitiv der letzte Teil. Ich mache dann nochmal einen Flip-Through. Für die, die nicht alles sich angucken wollen oder können, auch die Zeit nicht haben, hatte ich versprochen, ich mache noch einen normalen Flip-Through, wie ich es ja eigentlich immer mache. Ich mache höchstens noch so ein paar Seiten mit Braun oder was weiß ich, so ein bisschen. Ne? Aber dann ist das auch fertig, das Ding. Ne? Für heute sage ich Tschüss, ihr Lieben. Bis dann. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hab mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.